etwas später an, weil ein Buchstabe fehlt noch und Sprache wir a euch frem, also wir an Anas. Aber egal. Ich enke, es kann auch mit ihm, was fehlt, gelebt wären. Ich enke, wir können urchaus mal auf eines jener Elemente, mit denen wir uns verständigen, verzichten. Wir sind ja trotz es Fehlens noch immer in der Lage, unsere Geanken und Ien mitzuteilen. Unherren, wie wichtig ist die Vollständigkeit unserer Worte? Welche Bedeutung kommt er Behinderung urch als Fehlen eines Buchstaben zu? Lassen Sie mich kurz unsere Sprache mit einem Gebäude vergleichen. Ein Haus, das auf mehreren Pfeilern ruht, verschiedenen Trägern dieses Hauses. Ist einer dieser Träger nicht vorhanden, wird das Haus weiterhin bestehen bleiben. Ich kann weiterhin verstanden werden, mein Enken und Fühlen über das Meum Ersprache vermitteln. Och, meine Freunde, die Menschen, die ich in mein Haus lasse und hier findet, begrünet euch an sich unbeäutende Behinderung eine Veränderung statt. Die Menschen, die das Bedürfnis haben, mit mir zu reden, zu sprechen, es wären nicht diejenigen Menschen sein, die es fehlen, einer Stütze des Gebäudes meiner Sprache in den Mittelpunkt Essen stellen, was sie zur Sprache kommen lassen. Anas gesagt. Ich wäre weniger Freunde haben, aber as wären diejenigen Menschen sein, ihren Aufmerksamkeit ich vertrauen arf. Menschen, die wirklich hören wollen, was ich ihnen zu sagen habe. As aber ist, in ein zweiter Buchstabe fehlt. Und an ein Eierer, ein Ria. As an. As Haus meine Ohre üre an Ackeln. Es üre Schanken. Im fehlen Reihe meiner Buchsaben komm eine unverhältnismäßig größere Beäugung zu. Größere Ichikai als empfehlen nur eines meiner Buchsamen. Ich ehre es um einige Scherer haben, mich in Miet zu eilen, versähnlich zu machen. Ich arf nicht so ii anderen geankenlos rehen, einfach sprechen, in meine Ohre kommen. Nein, ich habe Zugesendnisse zu machen, muss um Ege meiner Sprache gehen, will ich meine Probleme erzählen, meine Hoffnungen Eier geben, meine Wünsche und Rauer. Ich ehre noch Fasanen, och nur mi Mühe. Und manche Ohre bleiben bereits auf Erschrecke. As nun ehre, üre ich immer Eier erau, immer Eier erau. Erfiere Ursa, üre mir gesohlen und Ami nicht genug, erühne. Er üne üre auch noch Elen. Ün Ursaen, meine Armen und Herren, üa i ich nicht mehr verüge. Ich enke, ich eh haupe, as es möglich ehre, in dem Haus meiner Sprache rotzeim, in jedem anderen noch immer zu ohnen und mich zu versehen. Ich enke, as sie,
nach einer Zei es Hörens, nach einer Zei Ergeunhei, i Uchsan, i Elen, nicht mehr vermissen üren. Sie üren nicht sehnig euch elenden Uchsan, argelenk ehren, vor unsicher, auch Grund des Elends, der Uchsan, in das Haus meiner Sprache nicht sehe, sondern sie üren hören, als ich ihn zu sagen habe, in mi eilen ül. Ich kann enorm ersprachen nicht mehr erüllen. Gut. Ich kann mich noch immer versänigen. Meine Armen und Herren, ich eis um eine große Zahl Menschen, isum rauern sil, ihr einen lei ungehöll. Menschen, in ich gelernt haben zu schreien, Menschen, in ich gelernt haben au zu ergehren, en üren diese Menschen schreien, üren sie au ergehren, üren sie so au ich elende, au ich heiner unenig nur enige Zahl an Signalen verisen ehren, au in sprach es se und ür es in ich ich anke mich über ihre Geul und ich ehe sie. Ich ehe sie in Reichum ihrer Sprache, mir in anderen, in eniger Haen zu eilen. Vielen Dank. Wenn Sie mir einen kleinen Moment eben geben, weil wenn ich den ganzen Abend so weitermache, das ist dann vielleicht doch nicht so eine Freude. Denn, also immer einer fällt weg und am Ende ist Schweigen. Aber es ist schade. Das müssen Sie mal ausprobieren. Wenn weniger Buchstaben, das ist ja weniger Arbeit. Das ist eigentlich ganz schön. Aber ich nehme mal wieder alle. Ich habe mir gedacht, dass ich in diesem Programm am Anfang ein bisschen Furore mache, weil ich habe in letzter Zeit sehr viel auch im Varieté und da waren immer Akrobaten dabei, das fand ich toll, das so, ich rede ja nur. Und da habe ich gedacht, dass ich auch ein bisschen im Rahmen meiner Möglichkeiten, erwarten Sie nicht zu viel. Ich finde es eine schöne Idee, weil es kommt ja die Zeit von wegen, ich habe Lust, aber komme ich noch hoch? Und das Gewand ist auch nicht gerade so, dass es dann macht, was es verspricht. Also, dass man dann gewandt ist. Aber außerdem bin ich Dichter, das heißt, ich bin nicht schwindelfrei. Da ist immer so ein bisschen Schwindel dabei bei der Dichtung. Aber es gibt Tricks. In der Akrobatik gibt es, wie in der Zauberei, gibt es Tricks, das haben die mir gezeigt und das nehme ich besser auf. So, das. Dann geht das. Ja. Jetzt halte ich die Balance. Und jetzt bin ich gut drauf. Genesis. Und Gott setzte sich und schuf die Geschlechtsteile des Menschen. Es war ein trüber Tag und er hatte schlechte Laune. Und als er fertig war und sah, was er angerichtet hatte, sprach Gott: Bei mir, was habe ich getan? Das schaut ja grauslich aus. Das wird mir doch niemand anfassen. Das wird mir doch niemand benutzen. Und Gott setzte sich erneut und schuf den Sexualtrieb.
Dann lächelte er und sprach: So, jetzt müssen Sie. Ich hatte eine Vision. Es war ein kleiner Landstrich am Meer, ein Mini-Strand. Und wie er da vor mir lag, ich wusste nicht, was soll es mir heißen, ein Ministrant. Und ich schaute dahinter und ich sah Wasser, ich sah Wasser, das Symbol der großen Fragen. Wasser mir sagen will. Aber noch immer wusste ich nicht, was soll es mir heißen. Und ich schaute wieder dahinter und ich sah Meer. Ich sah Meer und ich sah Boote. Und ich verstand, ich bin der Bote. Ich bin auserwählt, die Proligion zu verkünden. Und ich rief: Nein. Aber dann sah ich einen großen Fisch. Und der große Fisch verschwand. Und ich wusste, ich habe keine Wahl. Also ergab ich mich und war bereit. War bereit. Hören wir nun aus dem großen Buch, die Kapitel 14, die Verse 22. Für diejenigen, die das erste Mal bei so einer Veranstaltung sind: Die Proligion ist die nach vorne gerichtete Legion der Hoffnung, also Proligion, nicht Religion. Ja, das ist noch wichtig. Das habe ich gut erklärt. Die wieder eingesetzte Erinnerung. Ein großer Raum, in dem ich zögernd Gestalt annehme und begreife mein Vorhandensein. Kälte, die mich fortgespült hat, bis ich das Brennen nicht mehr fühlte, kehrt zurück. Noch immer ganz aus Eis beginne ich Fragen zu entwerfen, erinnere mich an Felder, an Messer. Ich habe mich verändert. Nach dem Schneiden kam die Hitze, nach der Hitze kam das Eis. Ich bin ein Möhreneintopf. Ich bin aufgetaut. Was will uns dieser kleine Text sagen? Ich weiß auch nicht. Also ich fand ihn ganz schön. So das ganz, vielleicht, dass er uns gemahnen will, gemahnen zur Bescheidenheit. Wir glauben, der Mensch ist die Krone der Schöpfung und Gott ist ein Zahnarzt. Aber hier erwacht eine kleine Suppe zu leben. Und da fragen wir uns, wo endet der Kreis der Wiedergeburten? Wir werden wiedergeboren als Tier, als Wurm, warum nicht auch als Suppe? Die Seele ist der Ort der Suche nach unserer Bestimmung und Suppe hat eine Bestimmung, warum nicht auch eine Seele? Ein guter Freund von mir ist leicht veranlagt. Er kann es sich vorstellen, die Wiedergeburt als warme Suppe. Kröllmann heißt der Kröllmann. Kröllmann sagt immer: In einer liebesfeindlichen Gesellschaft pass auf,
dass es dich nicht zum anderen Ufer zieht. Und dann sagt er noch, nein, besser zum Gleichen. Oft schon bin ich abgeschwiffen und hab's trotzdem nicht begriffen. Diese Leute, deren Hirn wohnhaft hinter enger Stirn, wenn's um Sexes-Dinge geht. Kommt das aus der Pubertät? Wenn ich Welt nicht mehr begreife und mich weigere, dass ich reife, kann ja sein, plötzlich dann fängt der Kopf zu schrumpfen an, statt zu wachsen, und es denkt, ist des Hirnes Sitz beengt, Mensch nur unter Druck noch frei, dass er tolerantig sei, darauf lässt er unter Zwang nur sich ein und auch nicht lang. Ist so, wird so bleiben auch, weil der Mensch oft lange braucht, um zu lernen. Und da ist eine einzige Lebensfrist viel zu reich und viel zu voll mit all dem, was muss und soll. Eine einzige Lebenszeit reicht oft nicht zur Menschlichkeit. Und eine zweite? Niemand weiß, ob in der Geburtenkreis Mensch sich neu bewähren kann. Fängt nochmal von vorne an, so als Suppe. Oder auch, wer mal dünn war, jetzt mit Bauch, als ein Generalenkind, die ja häufig kritisch sind, als ein Löwe oder Lamm. Krölmann hatte einen Schwamm. Eines Tags, welch Ironie, lag er in der Drogerie gegenüber im Regal. Und, dass dieser früher mal so ein strammer Tuntenrichter, religiös auch, so ein Vernichter, der als Schwamm reinkarniert. Das hat Krölmann fantasiert. So ein Streiter seiner Zeit für der Welten Sauberkeit, für die Ordnung Gottes, der mit ihm einer Meinung wär. Einzig werden nur die Frommen Gottes Strafgericht entkommen, wenn am Ende auf die Welt ein großer Bodelappe fällt. Alle anderen trifft die Not, er erlebt nach Gottes Gebot, alle anderen sind verloren. Und da wird er neu geboren, wieder so wie seinerzeit mit dem Ziel der Sauberkeit. Dazu hockt er irritiert, tief im Meer, und es passiert und er wird gepflückt. Naja, wozu sind die Schwämme da? Krölmann sitzt im Bade froh und er hört Radio. Chopin, es greift die Hand zu dem Schwamm am Wannenrand, der sofort sich stark empört, was der Krölmann innen hört. Doch was soll's, was muss, das muss. Krölmann seift mit Hochgenuss sich mit Liebe Bauch und Bein und auch noch was anderes ein. Würzt dazu mit Reflexion seiner Handlung Konkretion, plaudert so gemach mit Zeit von der Widersprüchlichkeit allen Seins und von Moral, säubert gerne öfter mal dort wohl alles längstens reinlich, und dem Schwamm ist das so peinlich. Doch schon wird er neu gewässert, ob es hilft, dass er sich bessert. Wieder ran und hoch die Wade und der Schwamm erwimmert Gnade. Was der Krölmann überhört, weil es ihn beim Säubern stört. Nein, er fährt ganz ruhig fort, reinigt hier schon wieder dort, bis der Rache Lust am Ende nur ein einzig Ziel noch kennt, was ihn arg beschleunigt, nun etwas Menschliches zu tun. Und das Radio, es wechselt zum Berichte, wie man drechselt. Krölmann wird ganz sonderlich. Nun gönnt einen Spurt er sich, etwas Rage und Ekstase. Dann kommt die Entspannungsphase. Krölmann lächelt, so beseelt, so im Reinen, nichts, das fehlt. Aller Mangel muss benommen, erst mal wieder zu sich kommen. Ach, der Fantasienzauber, der macht auch von innen sauber. Und der Schwamm ist so erledigt. Doch was früher er gepredigt, nun wer weiß, ob es half. Krölmann nennt den Schwamm noch Ralf für ein nächstes Ungestüm und dann nicht so anonym, weil es ja doch ein wenig hemmt,
ist der Schwamm noch neu und fremd. Wir wollen denken. Manchmal setze ich mich vor eine Fledermaus und träume, wie sie da hängt, verkehrt. Gibt es etwas Schöneres? Verkehrt heißt ja, es war zusammen. Es ist der Unterschied zwischen Haben und Sein. Das Leben auf der Habenseite, ich habe verkehrt. Das ist schön, da war Gemeinschaft, da sind Menschen miteinander glücklich geworden, haben sich gut verstanden. Ich habe verkehrt, schön. Dagegen das Leben auf der Seinseite. Die Seinseite ist ja die Schuldseite, also wir sagen zu unserem Leben sein und nicht mein, weil es uns nicht gehört. Es gehört einem ihm und irgendwann müssen wir es auch zurückgeben, ob wir wollen oder nicht. Wenn wir nicht wollen, lässt das eintreiben. Und deswegen heißt es sein, die Schuld sein. Und auf dieser Seinseite, der Schuldseite heißt es dann auch, ich bin verkehrt. Nicht schön. Ich gehöre nicht dazu, ich bin außen vor, ich gehöre nicht zur Gemeinschaft. Ich bin verkehrt. Und jetzt? In der Sibualität, also die Pro-Legion spricht ja gerne von der Sibualität im Sinne von noch eins drauf, weil es so schön ist, nicht nur Sexualität, eins mehr. In der Sibualität, da gibt es ja Menschen, zu denen wir sagen, du bist verkehrt. Menschen, die ihre Sibualität anders leben. Ich sage dazu gerne, die ihre Sibualität eher dichterisch leben, so pervers. Ja. Und wo sich das für uns nicht so reimt, da kommen wir nicht so klar mit. Homosibualität, Sadomaso sowieso, mit einer Tüte über dem Kopf, was es da alles gibt, das wird ja auch immer mehr, wenn Sie nachts mal Fernsehen gucken, das wird ja immer reicher, obwohl ich auch nicht weiß, ob das Reichtum ist. Aber was ich sagen wollte, wenn wir zu diesen Menschen sagen, du bist verkehrt, ich glaube, das ist nicht gut, denn was sollen die denn machen? Wenn ich verkehrt bin, dann muss ich doch verkehren, damit wieder alles in Ordnung ist. Also ich bin verkehrt und ich habe verkehrt, alles wieder in Ordnung. Aber wenn wir zu ihnen sagen, du bist verkehrt, das zwingt die doch geradezu, dass die verkehren, während wir das nicht mögen. Ja? Und wenn die das dann tun, damit alles wieder in Ordnung ist, ich sag mal, damit die wieder natürlich sind, darum verkehren die, ja, dann sind wir wieder unzufrieden, sagen, du musst, und das ist doch sibueller Stress, der dabei rauskommt, das wird immer mehr dadurch. Und andersrum ja auch, andersrum ja auch. Wer da von sich meinet, dass er richtig sei, der soll auch nicht verkehren. Denn wer richtig ist und verkehrt, der ist ja dann verkehrt. Nein, wer richtig ist, der soll richten, aber nicht verkehren. Wir anderen aber, wir schlagen die Dächer über unseren Häusern auf, damit der Mond wieder auf unsere Sofas scheint. Ja, liebet euch. Liebet euch. Verkehrt. Ich habe gesprochen. Das ist schön. Ich fühle mich wohl, seit ich wieder vom Stuhl runter bin. Das ist schön, gefällt mir. Es ist auch ein bisschen wild hier, das mag ich. Ja, ich war früher auch wild. Ich war jung,
Ich hatte langes, blondes Haar, ich sah gut aus. Ich war manchmal sogar freiwild. Jetzt bin ich mehr gehwild. Aber es ist auch schön, es ist halt der Lauf der Zeit, wenn der Lauf der Zeit auf den Menschen zielt. Alter, alter Ego, das andere Ich. Alter. Du hast der Jugend Honig gekostet und jetzt stopft dich des Alters Brei. Das Hirn verklebt, die Glieder gerostet, der Jugend Leichtmut, er ist vorbei, im Innern wühlt der Jahre Brand. So vieles, das um Hoffnung geschah. Nun sei, was du bist, ohne Bestand. Jetzt ist die Zeit zum Flattern da. Jetzt heißt es Leben. Was soll noch Treue, wo du vergehst? Was soll Verzicht? Von Narrtei und Grund zur Reue, da schütze doch die Jugend sich. Denn wenn die leidet noch sehr lang, der kleine Rest, ich setze ihn ein. Es soll die Jugend besser bang und voll Verzicht und Größe sein. Du verfällst. Ich kann es sehen. Verfall dem Leben der Lust. Es ist manch krummer Weg noch anzugehen. Sei verderblich. Sei, was du bist. Hör nicht auf das Rumgerät von Würde, Anstand. Das ist doch, ich sag mal, in der Pubertät, da braucht's die Orientierung noch. Doch jetzt, der Gesellschaft Stütze, ein Vorbild. Ha, da schönt das Verrecken. Nochmal 20. Was soll die Grütze? Lass dir des Alters Honig schmecken! Ha, das war gut. Das habe ich für mich gemacht. Das habe ich da in das Programm eingebaut, weil mir das so schön ist. Eigentlich ist, können Sie auch wieder vergessen, das war wirklich für mich. Eigentlich bin ich, wo ich hier saß, hätte ich weitermachen können. So, weil ich habe mir ein Programm gemacht, wo ich gut sitzen bleiben kann, nach der Akrobatik. Aber es war trotzdem, es macht mir so einen Spaß. Das war für mich, jetzt geht's richtig, weil jetzt kommt an sich, kommt in dem Programm hier jetzt ein Ehe-Gedicht. Das hört sich bei mir immer ein bisschen komisch an, wenn ich sage Ehe. Bisher hört sich so sarkastisch an, aber es, ich meine das nicht so. Ich finde, es ist was Wunderschönes. Ehe, so vielleicht. Das, also ich finde es toll, also Menschen für die Ehe, das war gut, für die Ehe noch ein Verbindungswort ist und kein Zeitbegriff, so vielleicht. Ja, das finde ich schön. Das ist ja nichts für jeden. Ein guter Freund von mir ist Bäcker, der sagt immer, bloß nicht vermählen. Aber wenn es gelingt, zwei Menschen, die sich trauen und der Mut wird belohnt, heiraten, das kommt ja aus dem Anglo-Germanischen, also hei, das Hochgefühl, hei, und dann noch raten. So. Was ist passiert? Wo bin ich? Also, oder auch die Ratenzahlung, die ist da auch drin. Wann gehörst du mir? Aber wenn es dann soweit ist, das klingt, das ist so wunderschön. Deswegen jetzt ein Gedicht und das ist gewidmet all denen, die den Mut hatten und sich getraut haben. Und das Gedicht heißt Wilder Honig. Ob es an der Sendung lag, die Sie letzten Donnerstag nach dem Spielfilm noch gesehen? Wilder Honig um 9:30, wo so einer interviewt. Ja, ich brauch das, find das gut. Eine Frau in Latex, schwarz, nahte, nahm die Rute, tat, und dann war noch recherchiert, dass es öfter doch passiert, als man denkt. Elsa ging, was sie gesehen, nicht aus dem Sinn.
ob ihr Ralf, ob auch er gern der liebe Opfer wär, ob er's brauchte, hart und roh, bös gequält, mal so, mal so, und hat nur sich nicht getraut, sie zu fragen, ob sie haut. Tät sie sicher, wenn's doch muss, zum Beispiel statt einem Abschiedskuss, wenn er ging zur Arbeit, ja, dass er motivierter war. Sowieso, in letzter Zeit fehlte die Beständigkeit in der Ehe Liebvollzug. Ob er es brauchte, dass sie schlug? Sie hat lang nachgedacht, lag oft wach, die ganze Nacht neben ihr. Er schlief und sie schaute ihn mit Augen, die voller Liebe, doch da war jetzt im Blick was anderes noch. Ob es hilft, ob es nützt, er lag da so ungeschützt. Wenn sie jetzt nicht gefragt, weil er dann ja doch nur sagt, nö, lass mal, ich bin müde. Nein, es musste unvermittelt sein, eines Abends. Nun, sie war entschieden, es zu tun. Nur im Nachtgewande stand an der Tür sie in der Hand, dass sie ihre Ehe rette, Nudelholz und Fahrradkette. Kaum, dass er zur Tür drin war, er wusste nicht, wie ihm geschah, war perplex, total verdutzt, und das hat sie ausgenutzt. Kettete sogleich den Mann an der Flurgarderobe an. Elsa, bitte, reden wir. Schon nahm sie das Stopfpapier. Es hilft ja, wenn man sich bespricht, doch geknebelt geht das nicht. Und dann hat erst mal sagt, was vorweg sie ausgedacht. Später härter an den Mann, so mit Wäscheklammern ran. Und dann tut ja noch höllisch weh der Besen für den Eierschnee. Wilder Honig. Und sie war eine prima Domina, die an ihrer starken Hand, so wie er, Gefallen fand. Ja, das lernen wir zum Schluss, dass nicht immer falsch sein muss, wenn wir abends um 21:30 inspiriert eine Sendung sehen. Ist die lieb schon lang nicht mehr, wie sie soll, stockt der Verkehr, kommt abends er erschöpft nach Haus, wilder Honig, probieren Sie es aus. Da passt ein anderes ganz schön hin. Das ist ein ganz kleines, das ist ganz kurz. Da habe ich aber ein halbes Jahr dran gearbeitet, weil das so gefeilt war. Das war schön. Das heißt Else, das hieß mit Else, jetzt Else. Else war ein Rübenacker, auf ihr stand ein Schaufelbacker. Stand so da. Was auffällt, er hat gar nicht geschaufelt. Und die Moral? Lust muss man haben, um so eine Else anzugraben. Auf ganz kurz. Dankeschön. So. Jetzt wird es noch einmal ernst. Das ist so, das ist zu einer religiösen Veranstaltung gehört auch eine Ansprache. Das muss sein, das kommt jetzt. Aber dann haben wir es hinter uns, das ist auch ganz gut. Das mache ich von hier, ich habe das vorbereitet. So ein bisschen Requisitenaufwand, dass das popt so richtig. Das ist ganz schön, so hier ist ein da. Weil wenn es eine Rede ist, dann muss man auch dahinter stehen. Also, ist auch egal. Deswegen, so. Liebe Gemeinde,
Neulich durfte ich dabei sein, wie ein kleines Kind ein neues Wort lernte. Das Kind konnte schon das Wort Mama sprechen. Mama heißt ja aus der Kindersprache übersetzt, mach mal. Ja. Und nun lernte das Kind ein zweites Wort. Der Vater stand vor der Wiege und das Kind brachte seinen Trotz zum Ausdruck, seinen Widerstand. Es sagte, pa. Sogar zweimal mit kleinen, geballten Fäustchen voller Trotz, fast Verachtung. Pa, pa. Was für ein wichtiges Ereignis. Ein kleines Kind in so jungen Jahren lernt, sich zu widersetzen, lernt, den eigenen Willen zu zeigen. Natürlich bewegte das den Vater sehr, aber er lächelte, denn er wusste um seine Aufgabe. Denn der Vater ist ja der Mensch, der uns in das Leben weist, der uns den Pfad angibt. Darum heißt es Vater. Und, ja, und wenn so ein kleines Kind immer nur dem Pfad des Vaters folgt, dann wird das Leben Pfad. Es gehört zu dieser Pfadanweisung auch dazu, dass das Kind etwas hat, wo es sich widersetzen kann, wo es dagegen sein kann. Natürlich, Kinder brauchen Sicherheit, Kinder brauchen Vertrauen. Deswegen spricht die Kirche ja auch von Vatikan. Ja. Aber wenn so ein kleines Kind, so sehr wir das wünschen würden, wenn so ein kleines Kind immer nur gehorsam ist, immer nur dem Pfad des Vaters folgt und tut, was der Vater sagt, das führt doch direkt zum Fatalismus, zu einer übertriebenen Gehorsamsleistung, ohne jede eigene Verantwortung. Und das rächt sich irgendwann, wenn die Jugendlichen dann ins Erwachsenenalter treten, dann klagen die Väter immer noch, dass nicht ihrem Pfad gefolgt wird und die Kinder sprechen von Väterkäse. Es kommt zum Generationenkonflikt. Gut, ich will auch kurz auf die Rolle der Mutter zu sprechen kommen. Die Mutter ist ja auch von großer Bedeutung für die Vertrauensentwicklung eines kleinen Kindes. Jetzt nicht so sehr im Intellektuellen, mehr im Emotionalen. Ja, von der Mutter erhalten wir unseren Lebensmut im Sinne einer Steigerung. Steigere ich das Wort fit, erhalte ich fitter. Steigere ich Mut, erhalte ich Mutter. Ja. Und auch hier kann es bedenklich werden, ähnlich wie beim übertriebenen Gehorsam eines Kindes und der Folge des Fatalismus, wenn so ein kleines Kind zu viel Liebe erfährt, zu viel Zuwendung erhält, das kann dann auch mal zur Mutation führen. Also zu einem übertriebenen Selbstvertrauen. Ich kann alles, ich weiß alles, komm, wir gehen China erobern. Ja, mach Mama. Ja. Ein übertriebenes Selbstbewusstsein. Liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Einzelkinder, die Selbstsicherheit des Menschen, oder wenn wir kurz ins Griechische gehen, Auto. Auto kommt aus dem Griechischen, heißt übersetzt selbst. Jetzt schauen wir mal, wie viele kleine Selbst an den Straßenrändern stehen und dort geputzt werden. Ein anderes Wort für Auto ist Wagen, womit ich wieder bei der Frage des Mutes wäre. Wagen. Und was passiert denn, wenn wir unser Auto, unser Selbst benutzen? Wie heißt es dann? Dann heißt es, ich bin gefahren, wir sind gefahren. Wissen wir das? Wir sind gefahren, wir sind der Grund für die Unsicherheit in dieser Welt, wenn wir unser Selbst benutzen. Lassen Sie mich den Weg der Fürworte gehen. Fürworte haben ja den Sinn, dass sie uns führen, darum heißen sie Fürworte. Nehmen wir einmal das kleine Fürwort uns als Ausdruck der Gesellschaft und ihrer Forderungen und Pflichten. Und dann nehmen wir noch das kleine Fürwort er als Begriff der Religionen und ihrer Gebote. Und nun stellen wir das kleine Fürwort ich da mitten hinein. Was erhalten wir? Wir erhalten den Zustand uns, ich,
er. Den Lebenszustand und sich er. Das sind wir, uns, ich, er. Das kleine Ich, es ist umzingelt von den Forderungen der Gesellschaft, den Geboten der Religion, was alles tun und leisten soll. Und es reagiert uns, ich, er, umzingelt, nicht klar. Es sehnt eine Welt der Klarheit, eine Welt erklärt in der komplexen Theorie eines Einstein und findet sich wieder in einer Welt des Zweifels. Ja, Zweifels, nicht Einstein. Es ist uns, ich, er. Es ist noch immer, trotz allem Fortschritt, trotz der Errungenschaften der Technik, es ist noch immer ein Leben, das wir führen wie die Nomaden. Wenn ich nur wüsste, was würde der Konjunktiv, die konjunktivische Existenz, die Würdeform, der Konjunktiv ist ja im Grundgesetz bei uns verankert, die Würde des Menschen ist unantastbar, Konjunktiv, wenn wir es nicht schaffen, wenn wir nicht vermögen, es auch zu leisten. Meine Damen und Herren, liebe Andersgestaltete, vielleicht, und darauf möchte ich hinaus, ist es ja etwas Wunderbares, die Uns-Ich-Erheit dieser Welt. Vielleicht ist sie unsere große Chance. Erinnern wir uns an das Papa des Galilei gegenüber dem Vatikan. Das Kind hatte recht. Erinnern wir uns, dass wir einmal geglaubt haben, dass die Erde eine Scheibe ist. Und dann mussten wir einsehen, dass sich diese Scheibe Welt. Es kann immer alles ganz anders sein. Es ist uns, ich, er. Aber das ist die große Möglichkeit, diese Welt zu schöpfen, wenn wir nur begreifen, dass diese Welt nicht ein klares, eindeutiges Sein hat. Dass es gar nicht heißen sollte, das Sein, sondern immer plural. Im Sinne einer Vielfalt sollte es heißen, die Seine. Im Sinne des Schöpfungsbegriffes, das ist eine Vielfalt, die Seine. Das ist sehr männlich, Sein ist männlich, aber es gibt es auch weiblich abzuleiten vom Credo und dann Ihre, also kreiere, der weibliche Schöpfungsbegriff. Und vielleicht ist das unsere Aufgabe. Aufgabe im Sinne von, ich gebe auf. Alles das, was ich meine zu wissen, was ich so sicher glaube, all meine Sicherheit, ich gebe auf und dann nehme ich meine Aufgabe an. Ja, ich kann doch nur diese Welt begreifen, wenn ich alles, was ich dafür halte, vorher aufgebe. Und dann schöpfe ich diese Welt. Ja, dann sage ich nicht einfach Mama und die Welt passiert schon. Dann sage ich auch mal Papa, wenn ich will, dass diese Welt anders ist, auf Würde hin, auf die konjunktivische Existenz des Grundgesetzes. Ich schöpfe diese Welt und so rufe ich auch wieder heute Abend hier in Olten mit Freunden. Ja, lasst uns diese Welt schöpfen. Ja, kreiere die Seine. Schöpfe deine Welt. Amen. Vielen Dank. Meine sehr Verehrten, Sie haben sich eine verdient. Ich habe mir eine verdient. Also machen wir eine. Ich möchte noch ganz kurz organisatorische Hinweise geben. Ich mache das jetzt kurz. Das eine mag ich überhaupt nicht, aber ist ja jetzt in der Schweiz auch angekommen, weiß Deutschland schon länger. Von wegen, es gibt den baupolizeilichen Erlass, der jetzt in neuer Lesung vorliegt. Aber natürlich kam es wieder nicht. Sie wissen, wie lange das dauert im Bürokratischen zum endgültigen Beschluss, dass die Änderung des Wortlautes endlich anders, ich mache es ganz schnell und einfach, muss einfach im Sinne des baupolizeilichen Erlasses gesagt werden, neuerdings. Wenn Sie in der nun folgenden Pause den Raum verlassen, um vielleicht ein wenig draußen zu flanieren, bitte bedenken Sie, Sie verlassen den Raum durch eine nicht zugelassene Tür. So, ja, das ist ein bisschen blöd, ne? Aber es ist halt,
ist so eine dumme Gesetzesgeschichte. Aber gehen Sie einfach durch, wenn Sie in eigener Verantwortung das tun. Ist Quatsch, wenn jede Person noch die Tür zulässt, bevor sie durchgeht. Das ist, aber muss halt so. Gut, genug. Der zweite Hinweis, es gibt dort draußen zu Ihrem Amüsement und Schauen einen wunderschönen Büchertisch, riesengroß, daneben auch noch einen ganz kleinen. Da gibt es dann noch Produkte, falls Sie nachlesen möchten, ob ich in diesem Programm alles richtig spreche. Gibt es auch ein Buch dazu zum Beispiel. Da können Sie vielleicht auch mal schauen. Mein Assistent wird Ihnen gerne beim Schauen zuschauen und dahinter stehen. Ja, da sind schöne Sachen drauf, auch so Postkarten. Das finde ich eine tolle Idee von mir. Ich habe Postkarten gemacht, da habe ich Gedichte drauf gemacht. Und die kann man dann lesen und wenn die einem nicht gefallen, kann man die wegschicken. Und Toilettenpapier im Sinne von Poesie ist auch und so. Und der letzte Hinweis, da engagiere ich mich immer mehr und finde es auch toll. Sie kennen das, das ist jetzt eine ganz ernste von mir Geschichte, dass in der Pause es häufig im Toilettenbereich zur Schlangenbildung kommt. Und das ganz besonders vor einer Tür. Ich möchte Sie auffordern im Sinne von, es ist ein angenehmer Abend, es ist eine schöne Stimmung, wir sind erwachsene Menschen, nehmen Sie doch einfach die Tür, die da ist. Also lassen Sie sich nicht durch kleine Schilderchen aufhalten, sondern es ist gegen die Vernunft, also es ist ganz besonders gegen die Vernunft der Eile, dass von wegen links bildet sich eine Schlange und rechts wartet der Raum. Ja, und ich könnte dort alles kriegen, was ich für den kleinen Moment dann bräuchte, wenn ich da einfach durch. Und ich finde, es ist soweit, die Zeit ist soweit. Bei uns kommt ja vieles auch wirklich aus dem sprachlichen Bewusstsein, bin ich ein bisschen zuständig. Wenn Sie nur bedenken, jetzt verplaudere ich mich, aber ich hau gleich ab. Wenn im Deutschen das Wort Geschlecht, was für ein Wort. Und damit erklären wir den Kindern unsere wunderschöne Unterschiedlichkeit. Was ist das? Das ist Geschlecht. Das ist Gehgut. Das ist was Schönes. Ja, wir müssen da einfach ein anderes. Und wenn es mehrere sind, sagen wir, das ist Geschlechter, ja. Das ist geh besser, so kenne ich das. Das ist schön. Aber wir müssen auf den Toiletten dafür sorgen, dass es nicht zur Begegnung kommt. Ja, da haben wir diese Riesenangst und deswegen denke ich, wenn Sie in dieser folgenden Pause toilettieren gehen, dann, das ist ein schönes Wort, Toilette. Toilette, das ist ein ganz schönes, das kommt aus dem Französisch-Englischen, toi, der Teufel, toi, toi, toi. Und dann noch Englisch, let, also lassen. Kann man übersetzen, den Teufel rauslassen. So. Also das heißt, das ist für ihn ein schönes Wort. Das ist schöner als Klos. Ja. Oder stilles Örtchen, das stimmt ja auch nicht immer. Ja. Okay, ich glaube, ich bin verstanden worden. Ich sehe jetzt noch ein paar Gesichter, die ein bisschen skeptisch reinschauen. Das ist gerade zu weit geht mit der Freiheit. Also ich kann das gut verstehen, ich habe das schon öfter bei Veranstaltungen, ich bin da wirklich kein, dass ich das alles so forciere. Ich war vorhin selber auf der Herrentoilette, habe mir vorgestellt, ich darf da nicht sein. Das war ganz schön unheimlich. Oh. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag, das hat schon bei anderen Veranstaltungen sehr gut geklappt. So. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Viele von Ihnen wissen noch gar nicht, wie es beim anderen Gehgut aussieht. Also hinter der Tür. Ja, und deswegen trauen wir uns da nicht rein, weil was kennen wir nicht, da haben wir Angst, da denken wir, wenn ich da reingehe, was springt mich da an oder so, kriege ich da alles, was ich brauche. Und diese Angst hindert das auch, dass wir zueinander kommen. Und deswegen machen wir es doch in dieser folgenden Pause mal so, dass einfach in dieser Pause alle Ds mal für H gehen und alle Hs gehen mal für D. Oder auch die M's gehen für F und die F für M's. Ja, und wenn wir das so machen, dann kann ja auch nichts passieren. Also es kommt weiter nicht zur Begegnung. Wir lernen nur mal so ein bisschen kennen, wie leben denn die anderen und wie ist das. Dann kann nichts, das wäre nur ganz wichtig, dass in der folgenden Pause sich bitte alle daran halten. Weil, wenn jetzt einige machen wie früher und einige wie neu, dann bricht das Chaos aus. Ja, also auf dem Weg in die Freiheit ist die Ordnung von höchster Bedeutung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine angenehme, erlebnisreiche und vielleicht sogar begegnungsfreudige Pause.